Sehr geehrte Frau Präsidentin Stürmer, sehr geehrter Herr Professor Weibel. Herzlich willkommen hier in der Landesvertretung des Landes Brandenburg beim Bund, wenn Sie so wollen, der Brandenburger Botschaft mitten in Berlin. Dass wir das heutige Kolloquium des Instituts für künstlerische Forschung als gemeinsame Veranstaltung der Filmuniversität und der Landesvertretung durchführen, hat einen ganz besonderen Anlass. Im Sommer diesen Jahres ist die traditionsreiche Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf 60 Jahre alt geworden und quasi als Geburtstagsgeschenk wurde aus ihr die Filmuniversität Babelsberg, also die erste Filmuniversität Deutschlands. Wenn wir jetzt noch auf Augenhöhe mit Hollywood endgültig kommen wollen, dann müssen wir wahrscheinlich nur noch neben der Glienicker Brücke in Großbuchstaben Babelsberg schreiben. Aber das ist vielleicht noch ein bisschen Zukunftsmusik. Aber Spaß beiseite, als einzige Kunsthochschule des Landes Brandenburg ist die Filmuniversität sehr eng mit der Medienstadt Babelsberg verbunden und auch natürlich gleichzeitig sehr eng mit dem Medien- und Filmstandort Berlin verbunden. An keinem anderen Ort in Deutschland sind Filmvergangenheit, Filmgegenwart und Filmzukunft so eng miteinander verbunden. Was liegt da näher als das heutige Kolloquium eben hier in der Landesvertretung des Landes Brandenburg beim Bund stattfinden zu lassen, hier mitten in Berlin. Besonders begrüßen möchte ich deshalb eben auch gerade die Präsidentin der ersten Filmuniversität, Frau Stürmer. Ihnen ist es gleich im ersten Amtsjahr gelungen, aus der Hochschule eine Universität zu machen und dafür nochmal herzlichen Glückwunsch. Lieber Professor Weibel, Ihre Anwesenheit ist heute auch etwas ganz Besonderes. Mit Spannung erwarten wir Ihren Vortrag zur noetischen Wende in der Medienkultur. Ich muss ehrlich zugeben, als ich von der Veranstaltung und Ihrem Vortrag gelesen habe, die Veranstaltung ist ja vor meinem Amtsantritt verabredet worden, war ich, sagen wir mal, ein bisschen verwundert. Ich dachte erst, das wäre ein Schreibfehler. Aber umso mehr bin ich heute gespannt auf Ihren Vortrag und ich denke, wir werden einen sehr interessanten und auch unterhaltsamen Abend hier haben mit neuen Erkenntnissen zur künstlerischen Forschung im Film. Im Anschluss an den Vortrag von Professor Weibel möchte ich Sie zusammen mit der Filmuniversität gern noch einladen zu einem, wie es heute neudeutsch heißt, Get-Together draußen im Atrium, aber zuallererst möchte ich das Wort übergeben an die Kunst- und Kulturministerin des Landes Brandenburg, Frau Prof. Sabine Kunst. Ganz herzlichen Dank, Herr Staatssekretär, Frau Präsidentin Stürmer, Herr Professor Weibel, Herr Professor Gessner, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich zu dieser besonderen Veranstaltung heute erschienen sind und danke der Landesvertretung für die Gastfreundschaft. Es ist in der Tat schön, dass hier in diesem Schaufenster in der Bundeshauptstadt die Gelegenheit da ist, auch so besondere Themen und Dinge zu diskutieren, wie das, was heute Abend Programm ist, sodass es mir eine ganz besondere Freude ist, Sie, sehr geehrter Herr Professor Weibel, hier willkommen zu heißen. Es ist eine große Ehre, dass Sie zum Ende für dieses, für die Filmuniversität überaus bedeutsamen Jahres zu diesem Kolloquium gekommen sind. Vielen sind Sie als Aktionskünstler bekannt, vielfach ausgezeichnet, widmen Sie sich zugleich seit Jahrzehnten besonders den avanciertesten Positionen im Neuland zwischen Kunst und Medien. Und Sie sind also weit gereist, international erfahren, sodass Sie nach Stationen in Wien, Buffalo, Frankfurt, Linz und Venedig seit 1998 das dort auch stehende Zentrum für Kunst- und Medientechnologie in Karlsruhe leiten. Ich habe mal so ein bisschen nachgeschaut. Also die Frankfurter Allgemeine Zeitung umschrieb, Also Sie, Herr Weibel, als Prophet für alle Fälle. Und zwar sagten Sie das anlässlich einer Würdigung zu Ihrem runden Geburtstag vor einigen Monaten. Seit mehr als 50 Jahren seien Sie im Kunstbetrieb ein quirliger Querkopf. Also soweit die FAZ. Wir dürfen also sehr gespannt sein auf Ihre Ausführungen heute. Die Themen, die der Einladung zum heutigen Kolloquium zugrunde liegen, sie ziehen einen Bogen für das, was uns an der Schnittstelle von Kultur, Wissenschaft und Medien beschäftigt. Es geht darum, wie Medien unsere Wahrnehmung der Welt verändern. Schon immer, beginnend mit der ersten Schrift als Abbild der Sprache, haben Innovationen den Zugang zur Welt weiterentwickelt. Die Vorstellung von Wirklichkeit erfährt immer wieder aufs Neue eine gewandelte Bewertung. Und heute sorgt die digitale Technik für ganz veränderte Bedingungen, sowohl in der Wahrnehmung dessen, was wir als Welt um uns haben, als auch in den Formen der Kommunikation. Meine Damen und Herren, das Medium, das bei der Filmuniversität naturgemäß ganz besonders im Mittelpunkt, also im Zentrum der Betrachtung sozusagen theoretisch wie praktisch steht, ist das bewegte Bild. Das bewegte Bild, zum einen ein praktisch klassisches Medium mit seiner vielfältigen Entwicklungs- und auch Rezeptionsgeschichte, wie sie in dem zur Universität gehörenden Potsdamer Filmmuseum ja ganz eindrucksvoll auch beleuchtet wird. Das bewegte Bild ist zugleich aber auch ein Medium des digitalen Zeitalters, ja, es gewinnt in ganz anderer Form noch an Bedeutung. Film ist heute sozusagen demokratisiert. Das Internet und die ganz erheblich weiterentwickelte Technik geben dem Konsumenten die Möglichkeit, sich selbst zum Produzenten von Videos, Fotografien, Filmen und Musik zu machen und sie weltweit tatsächlich auch zu vertreiben und zu verbreiten. Es ist durch Konsum einerseits und Teilhabe andererseits gekennzeichnet. Das beeinflusst klassische Medien ebenso wie auch die Welt der Kunst, damit umzugehen. Die vielfältigen Entwicklungen im Bereich des bewegten Bildes stellen für die Ausbildung im Bereich Film, Fernsehen und Medien ganz neue Herausforderungen. Ebenso aber auch ergeben sich neue Fragestellungen für Wissenschaft und Forschung, gerade dort, wo sie sich in Grenzräumen und Neugebieten befindet, nämlich in den Grenzräumen zu Kunst und Kultur. Diese allgemeinen Entwicklungen waren auch für das Land Brandenburg ein Grund dafür, dass die Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf in diesem Jahr zur Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf wurde. Sie ist somit die erste Filmuniversität in Deutschland. Die Universitätswerdung ist allerdings ein Prozess und einer, der schrittweise wo man eine längere Entwicklung voraussetzen muss. Dabei ist das Spannende, dass die Filmuniversität mit fundierten, berufsnahen wissenschaftlichen Studienangeboten das über das, was sie schon kann, hinausgehende verbinden wird. Die Filmuniversität ist nicht nur aufgrund der besonderen Verknüpfung zwischen handwerklicher Erfahrung und künstlerischer Exzellenz eine sehr gut geeignete Institution für Forschung mit Kunstbezug. Wie der Weg genau aussehen wird, das ist, glaube ich, etwas, wo wir sehr gespannt sind und uns freuen, auch Sie zu begleiten. Als Universität hat sich die Filmuniversität zu einigen Forschungsschwerpunkten bekannt. Sie kennen die besser als ich. Ich sage sie nur noch mal ganz kurz. Erforschung der künstlerischen Prozesse im Film, Filmgeschichte, Archivierung, Verbreitung und Vermittlung, Technologische Entwicklung und ihre inhaltliche Umsetzung im Film, Filmrezeption und Aneignung und, jetzt kommen wir zu Herrn Weibel, Forschung mit Mitteln der Kunst, also künstlerische Forschung, zu deren Themenkreis Sie gleich uns inspirieren werden hier im Publikum. Mit ihrem Spektrum hat die Universität also ein besonderes Profil, das über Brandenburg hinaus auf Interesse stößt. Die heutige Veranstaltung und der volle Saal hier auch unterstreicht das Interesse und ich hoffe auch, dass, was hier diskutiert wird, noch einmal die Beleuchtung des Potenzials in der künstlerischen Forschung in besonderer Weise. Gerade in den ineinander übergehenden Sphären von Kunst und Wissenschaft zeigen sich natürlich ganz neue und andere Möglichkeiten des Zugangs auch zu Themen und gleichzeitig auch wechselseitige Anregung. Ich bin mir sicher, dass die Impulse, die hier kommen werden, für den Entwicklungsprozess, den Sie selber machen, bereichernd sein werden. Und ich gehe davon aus, dass auch sie wichtig sind für die Vernetzung nach außen, als auch anregend für die Wissenschaft, um auch für sie Wege mit aufzuzeigen, welche Zukunft mit künstlerischer Forschung auch interdisziplinär von Interesse ist. Von daher herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, einen sehr anregenden und angenehmen Abend und wir sind sehr gespannt auf Sie. Ja, sehr geehrte Ministerin, sehr geehrter Staatssekretär, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Möglichkeit, dass die Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf hier in der brandenburgischen Landesvertretung Berlin anlässlich der Universitätswertung zu Gast sein darf. Anstatt einer akademischen Einführung oder dem Versuch einer Vorrede gibt es aus aktuellem Anlass eine Programmerweiterung. Heute soll von unserem Institut für künstlerische Forschung erstmalig ein Preis verliehen werden. Dieser Preis geht an den wegweisenden Medienmensch oder besser gesagt an das Pluriversum, Professor Dr. Peter Weibel. Wer von Ihnen hier im Saal hat Peter Weibel, Medienrebell, Warnung, diese Ausstellung kann Ihr Leben verändern, gesehen? Niemand? Jede und jeder von Ihnen sollte diese wunderbare Ausstellung unbedingt besuchen, also nicht versäumen. Aktuell in Wien und 2015 am ZKM in Karlsruhe. Immerhin gibt es jetzt die außerordentliche Gelegenheit, kleine Ausschnitte von Peter Weibels Kunst mit der dazugehörigen Medientheorie im Rahmen des 14. transdisziplinären Kolloquiums des IKFs zu erleben. In seinem Vortrag eine noetische Wende. Im Anschluss von Peter Weibels Lecture Performance findet eine rückwärtige Einführung mit Preisverleihung statt, angeregt vom Vilém Flusser Theory Award der Transmediale Berlin. Es ist übrigens der erste Preis, der weltweit überhaupt für künstlerische Forschung verliehen wird, also heute gleich eine Premiere. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Studierende und Lehrende, liebe Präsidentin der Filmuniversität, bitte begrüßen Sie den österreichischen Künstler, Kurator und Theoretiker, den Mathematiker, Komparistiker und Schauspieler, den schillernden Lehrer, Pop-Rock-Musiker und nochmal Propheten für alle Fälle, den Künstler, Arzt, Medienrebell und multimedialen Zirkusdirektor, den lebenssehnsüchtigen Amtsweibel und Diplomaten auf Außendienst, den Naturkundler und Destillator einer Generation, kurzum ein Kraftwerk auf Taubenfüßen. Begrüßen Sie bitte mit mir den Künstler, Forscher bzw. Forscherkünstler Peter Weibel. Verehrte Damen und Herren, Sie werden verstehen, bei so vielen schmückenden Beiwörtern verschlägt es einen fast die Sprache. Aber ich werde bemühen, meine Sprache wieder zu finden. Zuerst einmal möchte ich Sie, verehrte Frau Ministerin, begrüßen, Herr Staatssekretär, Frau Präsidentin, Lieber Herr Kollege Gessner und vor allem Sie, die Gäste, es ist mir eine große Ehre, im Kontext dieser Filmuniversität einige Gedanken mit Ihnen zu teilen, mitzuteilen, und das Wort mitteilen heißt es schon, man teilt etwas zusammen, ja, eben zu dem Problem Film. Der Titel hier ist vielleicht zu vielversprechend, aber ich würde Ihnen ein paar Hinweise geben, wie man verstehen kann. Was heißt noetische Wende? In den 50ern hat es angefangen, dass Philosophen und Kulturtheoretiker immer wieder erklärt haben, eine Wende. Das erste war die linguistische Wende, Richard Rorty, ein Buch, wo man Aufsätze gesammelt hat, wie die Sprachphilosophen uns die Welt erklären. Dann kam gleich schnell, Anfang der 60er Jahre, die performative Wende. Da ist ein Buch erschienen von Herrn Austin, das hat geheißen How to Make Things with Words. Das ist Ihr Beruf, ja, als Politiker. Sie sprechen den ganzen Tag, aber das, was Sie sprechen, wird dann in Daten umgewandelt. Ne? Sie machen Dinge mit Worten. Ne? Das berühmteste Beispiel ist das, da steht ein wildfremder Mensch vor Ihnen und er sagt, er sind verheiratet und Sie fühlen sich beide verheiratet. Ja? Das ist sehr merkwürdig, ne? Dass ein wildfremder Mensch das sagen kann, Sie sind verheiratet, das ist die Macht der Worte und der Institutionen, die dahinter stehen, dass Sie das glauben. Also, wir haben eine 2000-jährige Kultur, die hat die Illusion, dass unsere Kultur, unsere Zivilisation und Sprache aufgebaut ist. In der Bibel steht, am Anfang war das Wort. Und bei der Philosophin Ludwig Wittgenstein 1920, Tractatus Logico Philosophicus, steht wieder dort, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. 2000 Jahre leben wir in dem Glauben, dass die Sprache das System der Welterklärung ist und das System der Weltveränderung. Nun möchte ich Ihnen heute zeigen, dass wir nach der berühmten linguistischen Wende, nach der performativen Wende, nach der ikonischen Wende, haben wir plötzlich gesagt, es gibt die Macht der Bilder, Film, Fernsehen, Zeitungen, Massenmedien, da gibt es weiter die ikonische Wende oder die Pictorial. Möchte ich Ihnen zeigen, die eigentliche Wende erleben wir jetzt, das ist eine Art erkenntnistheoretische Wende, neutig heißt Erkenntnistheorie, ja? Und diese erkenntnistheoretische Wende besteht darin, dass wir schon lange, dass ich nur zeigen möchte, dass wir schon lange nicht mehr in einer sprachbasierten Welt leben, sondern schon lange in einer werkzeugbasierten Welt leben. Aber Vorbemerkung. Jeder lobt Silicon Valley, ja, und weiß, dass dort ist das Tal, in dem eben Silicon heißt, heißt der Sand, ja, also auf Sand gebaut sozusagen, ja, Silizium, ja, eben die neue Technologie gebaut wird. Aber niemand macht sich Gedanken, wie entstand eigentlich Silicon Valley? Und das ist mein Punkt für die künstlerische Forschung. Der Ursprung von Silicon Valley ist gewesen, eine Zeitschrift, die hat geheißen The Whole Earth Catalog von Stuart Brand. Das waren Hippies. Ja, ja. Und der Stuart Brand hat angefangen mit einem Katalog, The Whole Earth, die ganze Erde. Das waren nur Werkzeuge. Und am Schluss waren das dann mehrere hundert Seiten voller Werkzeuge. Ja. Weil die Hippies wollten sagen, wir bauen sie unsere Häuser selber, wir machen den Ackerbau selber. Steve Jobs hat angefangen, indem er einen Obstgarten gemacht hat mit Äpfeln. Deswegen heißt ja die Firma Apple. Das heißt, der Weg ist genau der, von der Gegenkultur, ja, die in Deutschland geschmäht wurde, ja, und nicht verstanden wurde. Ne? Das war der Beginn der Niederlage in Deutschland. Ne? Ja, dass man das Potenzial der kreativen Kräfte, die sich in der Gegenkultur gesammelt haben, nicht verstanden hat. Damit hat man den Weg blockiert zur Cyberculture. Das heißt, die Cyberculture, das, was wir heute haben, die Informationsgesellschaft, deren Quelle, einer der wichtigsten Quellen ist eben Silicon Valley, ja. Das kommt de facto aus der Gegenkultur. Die meisten Protagonisten, die heute die großen Firmen leiten, ja, waren eigentlich Mitglieder der Gegenkultur. Das heißt, nur zur Einleitung, dass Sie sehen, die Wende, die wir im Zeitalter heute, im 21. Jahrhundert besonders schaffen, ist eben genau das Werkzeug. Und damit möchte ich Ihnen ein paar Beispiele geben. Also, was die meisten Leute nicht wissen, dass wir auch auf verborgene Weise in der Hierarchie des Wissens leben, sogenannten Wissensbäumen. Ja? Unsere gesamte Kultur ist aufgebaut auf einer Hierarchie. Ja? Was ist wertvolle Wissenschaft und was ist zum Beispiel Kunst? Und das kann man gut sehen, dass der moderne Staat, ja, sich eigentlich gar nicht mehr durch Kunst repräsentiert, sondern durch Wissenschaft. Das kann man gut belegen durch Ziffern. Ja? Baden-Württemberg gibt für das ganze Jahr, ja, für alle Kulturrichtungen, von Oper bis Tanz, ja, also Theater, alles, was es mit Kultur zu tun hat, ungefähr aus 400.000 Euro, 400 Millionen Euro. Ne? Aber die Bundesrepublik Deutschland gibt alleine ein einziges Wissenschaftsinstitut, CERN, ja, in Genf, gibt es aus 200 Millionen Euro. Ne? Man muss sich das vorstellen, also der Staat Deutschland gibt für eine einzige wissenschaftliche Einrichtung pro Jahr 200 Millionen Euro. Insgesamt bekommt das CERN in Genf 3 Milliarden Dollar, das heißt 3 Milliarden Euro. Ja. Das heißt, wenn Sie vergleichen würden, ja, das Kulturbudget, das Wissenschaftsbudget, und ich bin dafür, ja, klarerweise, dann sehen Sie, dass das Wissenschaftsbudget in vielen Fällen das Zehnfache ist wie das Kunstbudget. Ja. Und woher kommt das? Ja? Weil wir in einer Hierarchie leben, was wir sagen, was ist Wissenschaft und was ist Nicht-Wissenschaft. Ne? Und diese Wissensbäume ändern sich im Laufe der Zeile. Hier zeige ich einen Wissensbaum aus dem Jahre 1492. Ja. Das sehen Sie hier, am obersten der Philosophie, da muss er wissen, die liberalen Künste waren eigentlich nicht das, was wir heute Kunst verstehen, sondern es war Poesie, Rhetorik, Logik und so weiter und so weiter. Ganz unten stehen die mechanischen Künste, ja, das wir heute viel nennen. Savonarola, und wenn Sie das anschauen, merken Sie ein Problem, es fehlt das Wort Theologie. Bis dahin nämlich war die Theologie anstelle der Philosophie die höchste Form des Wissens. Wenn Ihnen erzählt wird, in der Schule, Savonarola sei verbrannt worden als Ketzer, weil er sozusagen die Reichen sozusagen ihre Eitelkeit angegriffen hat, dann stimmt das nicht. Savonarola ist verbrannt worden wegen dieses Wissensbaumes. Ja. Er hat ein Buch geschrieben, das hat geheißen, Finis Bondi, Ende der Welt, da hat die Kirche gesagt, in Ordnung, ne? Dass die Welt untergeht, macht nichts. Ja? Da hat er ein zweites Buch gemacht, Finis Ecclesia, ja? Ende der Kirche. Ja? Ja? Da hat die Kirche gesagt, es reicht es ja. Ja? Und in diesem Buch hat er diesen Wissensbaum publiziert, wo die Theologie nicht vorkam. Ne? Aber Sie sehen, er hat die Poesie nach oben geschoben. Ne? Das hat den Zorn eines Künstlers erweckt, der auch gleichzeitig Wissenschaftler war, nämlich Leonardo da Vinci. Der sagt, wie kann es sein, dass ich als Maler unter Mechanical Arts unterstehe, unter mechanischen Künsten, wieso ist die Poesie besser? Ja? Dann hat er ein Werk geschrieben von vielen hundert Seiten, wo er bewiesen hat, in seiner Sicht bewiesen, dass die Malerei, der erste Satz dieses Werkes heißt, die Malerei ist eine Wissenschaft. Ja? Und hat er bewiesen, Poesie, Musik, Architektur, Bilderei, das ist keine Wissenschaft, das sind Handarbeiter. Ne? Darum hat er gesagt, die Malerei ist eine cosa mentale, eine mentale Tätigkeit, so wie die Philosophie, wie die Rhetorik. Ja? Und dieses Buch hat er Gott sei Dank nicht publiziert, ja? Sondern sonst wäre er auch hingerichtet worden, wie Savonarola. Das ist erst 150 Jahre nach seinem Tod publiziert worden. Ne? Aber damals hat angefangen, was man nennt, Paragone, der Streit der Wissenschaften. Das heißt, also seit 1500 beginnt der Kampf um diese Wissensbäume. Ja? Sehen Sie hier ein weiterer Wissensbaum von dem berühmten Erforscher sozusagen der Logik, Raymond Lull. Ja? Dann sehen Sie noch einmal in einer Aboscientie. Ja. Dann kam Francis Bacon, einer das Wissen, und da sehen Sie, es gibt die Geschichtswissenschaft, die Poesie und die Philosophie. Ja. Und hier sehen Sie ganz am Ende sozusagen, sehen Sie dann die Medizin, ne, ja, und solche Dinge. Das heißt, in den Wissensbäumen ist immer die Sprache an erster Stelle gewesen. Ja. Die einzigen, die das geändert haben, das waren die Enzyklopädisten, die haben sich zwar auch aufgebaut auf den Wissensbaum von Francis Bacon, ja, aber Sie sehen also Gedächtnis, Vernunft und Einbildung, und ist die Einbildung, also die Fantasie der Poesie, und das umfasst alle Künste, ist auf gleicher Höhe, ja, wie eben die Vernunft. Und die Enzyklopädisten, deren Bücher waren voll mit Anweisungen für Werkzeuge, nichts anderes. 60 Bände, nur Anleitungen, wie kann ich Werkzeuge bauen. Das war die erste, die gesagt hat, eine moderne Gesellschaft braucht das. Sie sehen noch einmal im Anfang des 18. Jahrhunderts, ja, diese Idee der Wissensbäume. Ja. Und das ist dann übergestappt auf die Kunst, das ist aber dann nicht mehr so interessant. Dann trat etwas auf, eben im 19. Jahrhundert, diese Bildmaschine, heute das Kino. Ne. Das kennen Sie alles, ja, eben das Nacheinander, ja, und das Nebeneinander. Muybridge hat, das ist Kader für Kader. Marais hat das gemacht wie ein Maler. Ne? Auf einer Bildfläche verschiedene Phasen der Bewegung. Das war nicht entwicklungsfähig. Aber jede Phase auf einen eigenen Kader, Muybridge, das hat ihn dann zum Kino geführt. Die Aufzeichnungen von Muskelbewegung, ja, schaut genauso aus, wie wir heute arbeiten, ja, mit fortgeschrittenen Videomaschinen. Ne? Das heißt, Sie sehen das Wort Bewegung, mir hat etwas gemacht, wie kann ich die Bewegung imitieren, wie kann ich die Bewegung simulieren, wie kann ich Bewegung als Illusion erzeugen. Ne? Das gibt es dann, wie gesagt, und dann hat das Film etwas erfunden, eben die Montage, dass aus 3 ruhenden Löwen in verschiedenen Phasen kommt man den Eindruck, als würde der Löwe wirklich sich aufrichten und uns entgegenspringen. Ne? Der Tschigewertov heißt der Mann mit der Filmkamera. Das ist der entscheidende Titel. Sie sehen einen Mann auf einer Filmkamera, Hier sieht man nämlich deutlich die Idee, dass die Filmkamera etwas ist von außen, das unser Auge sozusagen ersetzt. Und dieses, Sie sehen, das Auge ist plötzlich frei schwebend, ein Objekt zu zerstören. Sie sehen hier ein Metronom, das ist ein Musikinstrument, also die Verknüpfung von Bild und Ton. Das Kino hat am Anfang angefangen, nur die Bewegung zu imitieren in Schwarz-Weiß. Da hat jeder gesehen, das kann nicht die ganze Wahrheit sein. Ne? Wo ist die Farbe? Ne? Haben wir jetzt Farbfilme gemacht? Das habe ich, okay, jetzt habe ich Farbfilme, aber es fehlt der Ton. Ne? Also man hat die drei Stufen immer mehr dazu geneigt, das Kino zu machen, zur Imitation des Lebens, bis hin zur 3D-Vision. Weil die Frage, wieso der Mensch zwei Augen, hat man sich erst im 19. Jahrhundert gestellt. Ja? Vorher hat sich kein Mensch gewundert, wieso habe ich zwei Augen? Ne? Weil man hat im 19. Jahrhundert festgestellt, ja, Ernst Mach, dass ich eben zwei verschiedene Bilder brauche, damit ich tiefe Schärfe habe. Ne? Also weil beide Bilder, das sehen Sie ja liefern verschiedene, beide Augen liefern verschiedene Bilder, die werden Kopf zusammengesetzt und liefern dann die Illusion der Raumschärfe und der Raumtiefe. Die Natur hat uns einen Streich gegeben, wenn wir die Augen hier hätten, uns weit auseinander, dann würden wir besser sehen. Wir wären vielleicht nicht so hübsch wie heute, ja, aber wir würden effektiver sein in der Wahrnehmung. Ne? Da gibt es ja viele Tiere, die haben die Augen ganz hinten, so die Fische, weil sie das einfach dadurch besser sehen und dadurch viel mehr Futter erreichen oder nicht. Also Sie sehen hier, bei der Mann mit der Filmkamera die grundlegende Idee, wir haben plötzlich eine Kamera, die ersetzt die Arbeit des Auges. Und diese Kamera ist außerhalb des Auges, ja? Sie ist exterior. Auf das komme ich noch zurück. Dann haben wir eben, sehen Sie hier auf der rechten Seite, Drahtmodelle von Bewegungen. Wir können die Bewegung in der Zeit festhalten und dann simulieren. Das ist sozusagen die Beginnung der Filmsprache. Ne? Das heißt, der Film besteht aus Schwarz-Weiß-Kadern und dann kann man das eben artikulieren und kann dann mit Farbe eine abstrakte Sprache bauen. Und dann noch mit Wörtern, ja? Das hat die Avantgarde gemacht. Ja? Aber es kommt das Nächste. Ja? Man hat praktisch, Kinetik heißt eine Bewegung, ja? Etwas gebaut in der Kunst, wie kann ich Bewegung anders simulieren? Das ist ein Draht, wenn der Draht sich rotiert, dann entsteht hier ein Volumen. Das Volumen gibt es aber gar nicht. Noch einmal, Sie haben einen Draht, wenn der sich dreht, ja, macht ein Volumen, das gilt nur für Ihr Auge. Ihr Auge hat die berühmte Träger der Retina, dann sehen Sie ein Volumen, das es nicht gibt. Und das hat man damals schon genannt, virtuelles Volumen. Das heißt, was wir heute mit Computern haben, Virtualität, ja, das hat es eigentlich schon gegeben im 20. Jahrhundert, nur waren die Maschinen noch nicht gut genug. Ja. Ich habe da eine Arbeit gemacht, ja. Sehen Sie an der Wand, sehen Sie merkwürdige Linien, dann sehen Sie auf dem Bildschirm einen Tetraeder. Ja. Wie kann es zu einem Tetraeder kommen? Ja? Weil die fehlenden Linien, ja, die habe ich sozusagen gemacht als Zeichnung an der Wand. Ich hatte zwei Kameras, ja, die haben dann sozusagen diese beiden Linien verbunden und haben die Illusion ergeben des Tetraeders. Also statt zwei Augen habe ich gehabt zwei Kameras. Ja? Und die beiden Kameras haben genau das Gleiche gemacht wie das Gehirn. Der Bildschirm ist gewissermaßen eine Mattscheibe für das Gehirn. Ja? Und das, was das Auge macht mit zwei Augen, ja, und das Gehirn dann einen Raum bildet, das kann man mit zwei Kameras machen. Ja? Hätte mich damals also diese Forschung der Staat Österreich gefördert, ja, dann wären wir heute auch im Cyberspace. Ne? Weil da hätte man machen können und sagen, ich baue mir eine Kamera vor mir, mit zwei Kameras, das werde ich gleich zeigen, die liefern zwei verschiedene Bilder, die gebe ich in den Computer hinein, ja, und der Computer kann dann genau meine Kopfbewegung simulieren und er kann auch die Bewegung der Objekte im virtuellen Raum simulieren. Ich habe damals in den 60ern begonnen, ja, zu zeigen, wie man Bild und Ton trennen muss und wie man sie neu mischen kann. Ja. Dann habe ich gemacht, ich war in der Cinema, Sie sehen oben so einen Ball, ich habe einen Schatten an die Wand geworfen, ja, und hat dann versucht, mit einem Ball mit diesem Schatten zu spielen, was heute das Computerspiel ist, Pong. Ja. Ich habe unten gemacht, sozusagen Mikrofone, da sind die Leute auf eine leere Leinwand gegangen, dann haben sie sozusagen eine Rede gehalten, dann hat die Menge applaudiert. Ja. Also Interaktivität. Ja. Dann habe ich Licht, das Kino hat den Ton erzeugt normalerweise der Projektor. Ne? Man hat Lichtton und Magnetton. Ne? Jetzt habe ich mir die Tonerzeugung auf der Leinwand gegeben, habe verschiedene Filme produziert und der Ton kam von der Leinwand selber. Die erste autogenerative Tonleinwand der Welt. Hier sehen Sie das Wort möglich an die Wand geschrieben. Wenn man genau hinschauen würde, was keiner macht, sehen Sie einen Projektor. Was ist an diesem Projektor komisch? Der Projektor hat nicht sozusagen, ja, hat gar keinen Film eingespannt. Ja. Das Kino, ja, bis zum digitalen Kino, war eine primitive Radtechnologie. Ja. Das heißt, Auch das, ja, da war der Projektor besteht aus zwei Rädern, die Kamera hat Räder. Ja, ja. Das hat man alles abgeschaut von der Eisenbahn und vom Auto. Ne? Das 19. Jahrhundert war Radtechnologie und da haben wir es übertragen auf die Bildmaschinen, das war auch Radtechnologie. Jetzt haben wir das Digitale, ja, das ist eine ganz andere Technologie und das ist, glaube ich, die Technologie der Zukunft, die ich Ihnen erklären werde. Ne? Aber, ja, bei dieser Radtechnologie ist es so, dass die Leute eben nicht einmal gewusst haben, was das ist. Ja, dadurch hat keiner bemerkt, dass ja gar kein Rad eingespannt ist, dass kein Filmfang ist. Wenn Sie da durchgegangen sind zwischen dem Projektor und dieser Leinwand, dann ist so etwas Possible, möglich, nicht erschienen. Ja? Weil das Mögliche ist eingeschrieben das Reale. Das Mögliche ist Teil des Realen. Der mögliche Traum ist nur viel größer und der wirkliche Traum ist nur viel kleiner. Ja? Dadurch ist es nicht richtig, wenn die Politiker sagen, seit Margaret Thatcher, es gibt keine Alternative. Ja? Das ist einfach eine unwahre Aussage. Ne? Ja? Die Alternative ist nur die, nur man sieht es niemand. Ja? Aber der Möglichkeitsraum ist per se größer als der Wirklichkeitsraum. Und das ist, was das Kino zeigt. Ich habe damals in der Zeitschrift Film, das war die Donau der Zeitschrift in Deutschland, hatte ich eine Sondernummer. Und da sehen Sie, ja, oben solche mega-theoretische Formeln. Und darunter sehen Sie dann Schaltergeber, Logic Design, Algorithmen. Ich habe damals schon eben gesagt, wir müssen die Filme machen, ja, eben aufgebaut auf Mikrochips, wir müssen digitale Kino machen. Ja. Das hat aber, Sie sehen, da waren hier Modelle, wie man das machen könnte, hat aber niemand ernst genommen. Die Filmindustrie hat gesagt, das ist ein Künstler, das ist gerade der Punkt. Hätte man damals die künstlerische Forschung ernst genommen, ja, dann hätten wir heute nicht viel mehr alleine, hätten wir auch ein Silicon Valley in Deutschland oder in Österreich. Ne? Aber man hat aber einfach solche Anregungen von Künstlern nicht ernst genommen. Ne? Heute ist das Wort Algorithmus, kennt sogar die Frankfurter Allgemeine Zeitung, ne? Und hat davor Angst. Ja? Ich habe seinerzeit schon gesagt, Filme sind aufgebaut auf Algorithmen. Ne? Weil ich damals ein Buch gemacht habe, Studien zu den Atomanten. Das heißt, ich habe ja eben Logik und Mathematik studiert. Das ist die Leute, die Namen, die Sie hier lesen, ja, von Glienicker, John von Neumann oder Claude Shannon, die haben damals noch gelebt. Ja. Das waren die berühmtesten Gründer, ja, die Wissenschaftler, die die Informationstheorie aufgebaut haben, eben wie Claude Shannon, ja, John von Neumann, die Computer gebaut haben. Ja. Ich konnte damals als 30-jähriger Student, ja, 30-jähriger Student, mit denen korrespondieren und sagen, ich übersetze ihre Aufsätze, ich mache auch neue Aufsätze dazu und ich liefere ein Werk sozusagen, wo die gesamte Computerkultur in den wichtigsten Aufsätzen publiziert wird. Ja. Das war 1974. Ja. Der Verlag hat 1000 Stück gedruckt und sie haben nur 10 Stück verkauft. Sie können sich vorstellen, dass dann alle gesagt haben, wir rühren das nicht mehr an. Ja. 1974. Ja. Das war aber genau das Jahr, ja, das ist die Tragik, wo eben sozusagen die berühmten Garagenfirmen in Amerika stattgefunden haben, ne? Wo in Wozniak, der Programmierer, und Steve Jobs Apple gegründet haben und Paul Allen und Bill Gates Microsoft gegründet haben, im gleichen Jahr 1974. Ja. Ich habe damals mehr verstanden von Computer als diese Leute. Ne? Nur hat niemand gesagt, du kriegst da Geld, du kannst eine Garagenfirma gründen. Ne? Im Jahre 1964. Ja, hat Deutschland ein Genie gehabt, Konrad Zuse. Der hat eine Firma gehabt, im Schwarzwald mit 200 Mitarbeitern und hat wunderbare Computer gebaut. Nachweislich die erste funktionierende Computer, hm? Früher mit den Amerikanern. Hm? Dann war er in Geldnöten und hat er eingereicht bei der Deutschen Forschung für Wissen, also Wissensgeschichte, wie das heißt. Hm? Und er hat gesagt, er braucht unbedingt eine Art, Deutschland soll ihm einen Computer abkaufen. Er ist nicht liquide, er hat seine 500 Arbeit, er musste bezahlen. Ne? Und dann haben die wirklich gesagt zu ihm, aber Herr Zuse, wir haben ja schon einen Großrechner in Deutschland, wir brauchen keinen zweiten. Stellen Sie sich das vor. Ne? 1964 hat man den Deutschen geglaubt, ein Großrechner genügt sozusagen. Hätten Sie den einen zweiten gekauft, würde die Firma florieren, ja? Und hätten wir halt Deutschland nicht so komplett abhängig, ja, von amerikanischen Firmen. Es ist irgendwie widerwärtig, dieses Gerede der Zeitung zu lesen. Ja? Wir sind abhängig von Google, abhängig von Facebook, abhängig von Microsoft. Wieso sind wir abhängig? Unsere eigene Schuld. Ja? Wir hätten das auch machen können. Wir hatten ja die Leute hier, wir hatten ja Zuse hier. Ne? Also jetzt den Amerikanern die Schuld zu geben, dass wir die Entwickler versäumt haben, ja? Das ist einfach absurd. Ja? Darum ist es so wichtig, darum bin ich so froh zu sein, was Sie ja gesagt haben, man muss sozusagen die künstlerische Forschung in diesen Bereichen fördern. Ne? Sehen Sie hier auch andere Filmkünstler haben das Wort Algebra verwendet, ja, genau gesagt, die Boolsche Algebra, nur dass Sie mal sehen. Ja. Ich habe dann damals 1984, 10 Jahre später, das erste Buch gemacht, überhaupt zur digitalen Ästhetik, zu digitalen Film. Ja. Dann habe ich mit Maschinen gearbeitet. Ja. Das war dann 1992 eine Computerstation. Da haben Sie, Sie haben bei der Schreibmaschine, das sehen Sie ja hier, der hat 26 Buchstaben. Ne? Man kann jetzt sagen, diese 26 Buchstaben ersetzen durch Sensoren auf dem Boden. Ne? Dann kann ich eine Welt wählen, zum Beispiel sagen wir mal die Welt der Buchstaben. Dann habe ich dann 26 Sensoren, auf die ich draufsteigen kann, der Buchstaben, Wörter, das sind Produktionen, produzieren. Dann kann ich in die Welt der Möbel einsteigen, dann habe ich 26 Möglichkeiten, die Möbel zu verändern. Dann habe ich rechts die Gaswolken und oben noch eine vierte virtuelle Welt im Raumsegmente. Und so kann der Betrachter interaktiv mit dem Bild in Beziehung treten. Ne? Von diesen künstlerischen Experimenten ausgehend, ja, möchte ich Ihnen eine Theorie skizzieren, ja, worum es in der heutigen werkzeugbasierten Kultur geht. Sie kennen alle die Evolution. Was hat uns die Evolution gebracht? Zum Beispiel das Auge. Ja. Das Auge, kann man definieren, ist die Antwort der Evolution auf die Sonne. Ja. Es gibt viele Tiere unter der Erde, die haben keine Augen, die runden Maulwürfe und so weiter. Die brauchen auch kein Auge, weil sie ja nichts sehen. Ne? Die haben gar keine Chance gehabt. Ja? Wenn ich nie an die Sonne komme, brauche ich kein Auge. Ne? Eine klare Antwort der Natur. Wir leben auf der Erde, ja? Sozusagen, und haben deswegen eine ganz geringe Frequenz des Sonnenlichts. Das ist ja viel größer. Ja? Das Spektrum haben wir genommen und damit können wir dann eben sehen. Wieso haben wir eine Lunge? Ja? Weil durch die Photosynthese, ja, Sonnenlicht durch Pflanzen und durch Algen in Luft verwandelt wurde. Ne? Das heißt, er hat über Jahrmillionen eine riesige Ozonschicht gebaut um die Erde. Ja? Und die Antwort auf diese Ozonschicht, auf diese Atmosphäre, ja, ist die Lunge. Ja? Viele Tiere, Lebewesen brauchen keine Lunge, weil sie eben, wie Fische, weil sie eben nicht das Tageslicht sehen. Ne? Die leben im Wasser, also brauchen sie keine Lunge, ne? Haben einen Kiefer und so weiter. Ne? Jetzt habe ich sozusagen seinerzeit das schon verstanden, ja? Und habe dann gesagt, okay, wir bewegen uns ja auf eine Zeit zu, ja, die immer weniger Luft hat. Ja. Also muss ich etwas bauen. Ja. Hoppala, hab ich es nicht dabei. Aha. Na gut. Eine neue Lunge, ja, muss ich bauen für ein oxygenarmes Environment. Ja, ja. Wenn es jetzt nicht gebaut wird, die Chinesen werden es in 20 Jahren bauen. Ja. Die haben die Luftverschmutzung, die werden sie nie anbringen, ja, trotz aller Kongresse und Versprechen. Also müssen sie danach trachten, ja, wie können wir sozusagen, ja, die Lungen verbessern. Und das ist gerade der Punkt. Ja. Wir treten aus der natürlichen Evolution heraus. Die Werkzeuge sind diejenigen, ja, die uns aus dieser natürlichen Evolution heraustreten. Ich habe ja gesagt, die Kamera tritt aus dem Auge heraus. Ja. Das Mikrofon sozusagen tritt aus dem Körper raus. Ich kann durch das Mikrofon lauter sprechen mit meiner eigenen Stimme. Mit dem Telefon können Sie bis nach Australien sprechen. Wir sind umgeben von Apparaten, die eigentlich früher, ja, sozusagen unsere Organe selbst gemacht haben. Sie hatten die Hand. Da war die Hand zu wenig, dann hatten sie den Hammer. Sie hatten den Fuß, mit dem Fuß gehen sie nicht schnell, hatten sie das Rad, das Fahrrad oder das Auto. Ne? Wir bauen lauter Maschinen, ja, die aus uns heraustreten, eben exteriorisieren. Ja? Und diese Maschinen sind eine Evolution, die wir machen, ja? Nicht der Natur. Ja? Bester Beweis, die Atmosphäre gibt es seit hunderten von Millionen Jahren. Ne? Aber es gibt etwas schon seit 15 Milliarden Jahren, seit dem Urknall, das sind die elektromagnetischen Wellen. Ne? Nur hat uns der Natur keine Organe gegeben. Ne? Sie können nicht in die Luft greifen und hören Radiowellen. Ne? Ja? Leider nicht. In 10, 20 Jahren vielleicht, ja, ja? Wenn man ihnen hier Sensoren einbaut. Ja, ja? Aber weil es eben nicht da war, ja? Aber Sie müssen sich vorstellen, es gibt ja selbst seit dem Urknall gibt es elektromagnetische Wellen. Ne? Und wir hatten keine Organe, das wahrzunehmen. Ne? Wir haben erst vor 400 Jahren entdeckt, dass es elektromagnetische Wellen gibt. Erst vor 150 Jahren hat ein Heinrich Hertz das dann nachgewiesen, was das überhaupt ist, eben die berühmte elektromagnetische Schwingung. Und erst dann haben wir angefangen, Radios zu bauen und Fernsehapparate zu bauen. Das sind die Organe, die wir selbst gebaut haben, außerhalb der Natur, damit wir die elektromagnetische Wellen hören und sehen. Ne? Also Radio und Fernsehen und alles, was dazukommt, sind aufgebaut auf die Existenz elektromagnetischer Wellen. Aber die Natur hat uns keine Organe gegeben, das zu verarbeiten und zu prozessieren. Die haben wir selber gemacht. Und dieses ganze Ensemble, ne, von Maschinen, von Kameras bis Computer, ist das, was ich nenne, Evolution. Wir treten aus der natürlichen Evolution heraus, ja, und bauen uns selber eine Evolution. Und das Ergebnis ist eine Infosphäre. Ja. Die erste, die das kapiert haben, dass wir in der Infosphäre leben, war die berühmte National Security Agency in Amerika, die NSA. Ja. Die haben verstanden, wir leben alle in der Atmosphäre, werden wir noch weiterhin dort leben, alles gut und schön, aber wir leben in Wirklichkeit schon als soziale Wesen in einer Infosphäre, Informationssphäre, und mit der kann ich dann noch das Handy von der Frau Merkel abhören. Ja. Das heißt, die haben gewusst, dass wir in einer riesigen Datenwolke leben. Wir leben nicht nur in dieser üblichen atmosphärischen Wolke, wir leben auch in einer riesigen Datenwolke. Und zwar deswegen, weil das Leben von 8 Milliarden Menschen könnte nicht mehr funktionieren, ja, ohne die Inselfähre, ohne die Computer, die uns dafür sorgen, dass jeden Tag nach Berlin so und so viele Leute reinfahren können mit den Zügen, mit dem Auto, so und so viel Gemüse herumliegt, dass wir so viele E-Mails schreiben. Ohne die Inselfähre würde unser soziales Leben zusammenbrechen. Dadurch ist auch zu hoffen, dass diese Schädigungen, die wir jetzt antun, der Evolution und der Atmosphäre, mit Hilfe der Inselfähre gelöst werden können. Und das Wesentliche ist, um die Inselfähre zu verstehen, ist passiert im 19. Jahrhundert die Separation von Bote und Botschaft. Bis zum Auftauchen von Telefax, ja, Tele heißt auf Griechisch Ferne, ja, also wir haben jetzt eine Ferntechnologie, Telefax, Telefon, Television. Alles, was wir erfunden haben, hat zu tun mit Ferne, mit räumlicher, zeitlicher Distanz, die wir überwinden. Ja. Und bis zum Auftauchen von Telegrafie, Telefax, Telefon und so weiter, hat jede Botschaft eine Bote gebraucht. Ich brauchte ein Pferd, ich brauchte eine Taube oder mich selber, damit ich eine Botschaft dahin bringen kann. Ja. In dem Augenblick, wo ich aber das hatte, Telefax, Telefon und so weiter, konnte ich den Körper des Boten trennen von der Botschaft. Ja. Und dadurch konnte ich plötzlich eben mit Lichtgeschwindigkeit, fast zeitgleicher Botschaften die ganze Welt vermitteln. Ohne diese Trennung von Separation von Bote und Botschaft gäbe es keine Infosphäre. Das hat dazu geführt, dass noch 1930 der Architekt Franklin Wright einen Aufsatz gemacht hat, Machinery, Materials and Men, und das bezeichnet die industrielle Revolution. Wir haben Maschinen, wir haben Materialien und machen daraus sozusagen eben mit Menschen zusammen eben unsere technische Revolution. Aber heute haben wir was anderes. Ja. Heute haben wir immer noch die Menschen klarerweise, aber statt Materialien haben wir Daten und statt Maschinen haben wir Medien. Das können Sie gut sehen, wenn Sie im Internet mal nachschauen nach dem Ranking, nach den Hierarchien, welche Firmen haben am meisten Umsatz. Ne? Da war noch vor einigen Jahren VW und BMW waren da unter den ersten 10. Ne? Und Nahrungsmittelkonzerne waren unter den ersten 10. Ne? Heute ist die Autoindustrie auf Nummer 20. Ja? Ja? Die Nahrungsmittelindustrie ist Nummer 15, Nummer 12. Ja? Aber Firmen wie Apple, ja, und Google sind in den ersten 10. Die produzieren aber gar nichts, die haben keine Maschine und keine Medien. Ne? Die handeln nur mit Daten. Mit Daten übrigens, die sie ihnen schenken. Ne? Ja, ja. Weil wir haben unsere Ökonomie, ja, wir haben deswegen die Finanzkrise meiner Meinung nach nicht nur, weil die Banker zu raffgierig sind, das sind sie auch, aber weil noch niemand verstanden hat, dass die moderne Ökonomie nicht mehr aufgebaut ist auf Maschinen und Materialien. Ne? Das heißt, es wird jetzt so, wenn Sie eine Firma haben mit, sagen wir mal, 500 Lastwagen, das ist eine Belastung, ne? Weil Sie müssen ja erst Leute finden, die das kaufen. Ne? Man macht heute die Geschäfte mit den Daten, mit den Medien. Ne? Das ist, und dieser Wechsel, ja, von einer materialbetriebenen Ökonomie zu einer datenbetriebenen Ökonomie ist einfach noch nicht durchdacht worden, weder ökonomisch noch mathematisch und so weiter. Ne? Es gibt Bücher, die heißen dann schon Algorithmen des Kapitals. Ja? Ja? Aber das sind auch ein bisschen so schwierig, damit Sie die Boulevardpresse von der Frankfurter bis zur Süddeutschen durchdringen, sozusagen. Ne? Ja? Also, wir leben jetzt, es bleibt noch Material. Wir werden Autos haben, wir werden Häuser haben, wir werden Holz haben, Beton, klarerweise. Ja? Aber darüber stülpt sich im Rahmen der Infosphäre eine Welt, die besteht aus Medien und aus Daten. Ne? Und das ist genau die Welt des Films, ja? Genau die Welt, die Sie hier erzeugen. Aber es bedarf eben der künstlerisch-philosophischen Forschung, ja, um das zu durchdringen. Ne? Ich habe selbst mal Beispiele gemacht. Das ist ein Kreuz. Wenn man jemand normal vor dem Kreuz steht, sieht man nichts. Ja? Das sind drei Punkte, die Sie sehen auf der rechten Seite. Eines ist die Kamera, links und rechts sind zwei Sensoren. Wenn Sie selbst sich kreuzigen und so hinstellen, dann Ihr Schatten verdeckt dann die Sensoren und dadurch wird dann so die Kamera eingeschaltet und Sie sehen sich selber. Das heißt, die Partizipation des Betrachters ist der Preis, ist das Opfer, das Sie bringen müssen, dass die Bilder heute noch entstehen. Wenn Sie deshalb, weil das so ist, gibt es diese berühmte Bürgerbeteiligung. Die Leute wundern sich, woher kommt die Wut der Bürger? Man nennt das Wutbürger, in Wirklichkeit sind es Wutbürger. Ja. Das kommt daher, weil sie in der technischen Welt eben wissen, diese Welt funktioniert nur mit meiner Beteiligung. Ne? Und zwar auf diese Weise, ich drücke auf einen Knopf und es meldet sich jemand. Ja, ja, und hebt das Telefon und sagt, hallo, was gibt es sozusagen. Ne? Sie haben jeden Tag eine unheimlich gesteigerte Frequenz der Wechselwirkung zwischen dem, was Sie tun, also performative Akte, und dem, wie die Welt antwortet. Ja? Ich gebe Ihnen ein Beispiel, dass Sie das verstehen. Zwei Beispiele. Ja? Wenn ich solche Computerinstallationen gemacht habe, war eines, die kleinen Kinder, die haben sich davon nicht trennen können. Ne? Die sind gekommen und sind immer wieder mit den Füßen auf den Knöpfen gestanden und haben gesehen, es ändert sich das Bild. Ja? Weil die kleinen Kinder, die Babys, sind diejenigen, die sind am ohnmächtigsten. Ne? Die Welt reagiert nicht auf sie, außer wenn sie schreien. Ne? Und deshalb tun sie auch so gerne schreien, weil sie merken, wenn ich schreie, das ist ein Baby, da kommt jemand daher. Ne? Und jetzt plötzlich kommt eine Art Computerinstallation und tritt auf Knöpfe und die Welt ändert sich. Ne? Das sagt er, das ist die Welt, die ich möchte. Die Welt reagiert auf meinen Input, ja, und hat einen Output, kommt was zurück. Was normalerweise nicht der Fall ist, ne? Weil die Babys liegen da und müssen warten, bis jemand kommt und ihnen zu essen gibt und so weiter und so weiter. Dann haben die Eltern nach 2 Stunden das Kind weggeschleppt und dann ging es auf die Straße und hat geweint. Ja? Dann ging es auf die Straße und hat wieder mit den Beinen auf den Boden geklopft, weil sie gedacht hat, da verschwinden die Autos. Aber die Welt hat nicht reagiert. Dann hat das Baby wieder geweint. Ja? Dann hat der junge Mann wieder angefangen zu weinen. Oder ein anderes Beispiel aus der Kunstgeschichte. Der Maler Degas war ein besessener Fotograf und ein Technofreak und hat sich als ersten ein Telefon angeschafft. Und Sie müssen wissen, in Frankreich ist es Sitte, wenn die Herrschaften mit Tisch sitzen, dann läutet es mit der Glocke und dann kommt die Dienerschaft. Ja? Verstehen Sie, ne? Aus Filmen. Dann kam Rodin, der Bildhauer, der war gegen moderne Technologie, ein Handwerker, ne? Bastler. Ja? Und, dann hat eben der Degas gesagt, schau her, was ich habe, ein modernes Telefon. Ne? Und dann hat das Telefon geklingelt. Und dann ist der Degas aufgestanden und hat abgehoben. Und dann hat Rodin mit vollem Fachtagen gesagt, siehst du bist ein Dienstbote. Man klingelt und du stehst auf und gehst. Ja? Und wir sind alle Dienstboten geworden, klarerweise, für die großen Firmen, die wir heute mit unseren Daten beliefern. Also Sie sehen, aber der Punkt ist der ernsthafte, ja, es gibt ein neues Verhältnis der Reiz und Reaktion, der Stimulation zwischen mir und der Umwelt. Und weil die Umwelt so frequenziell, so viel häufiger auf meine Eingaben reagiert, ja, kann der Wähler nicht mehr warten, um alle 5 Jahre eine Eingabe zu machen und wieder ein Kreuz anzeigt und dann wählt. Ja. Das Telefon läutet zu selten, ja, zur Politik, sondern der Wähler möchte schon immer dabei sein. Ne? Und dadurch ist es unausweichlicher, ja, dass wir etwas erreichen, eben, dass wir einen Wechsel haben von der repräsentativen Demokratie zur, was ich nenne, performativen Demokratie, eben zur Bürgerbeteiligung. Und diese Bürgerbeteiligung hat angefangen mit der Kunst. Weil die Kunstwerke, die Medienkunstwerke, nicht die Malerei, ja, die Medienkunstwerke haben die Partizipation des Publikums gebraucht. Also alle meine Arbeiten seit der 70er haben wir gesagt, wir brauchen die Partizipation des Publikums, dass das Medienkunstwerk über sich steht. Ja. Das ist was Neues verglichen mit den klassischen Kunstwerken. Ne? Oder hier ein Beispiel, sieht auch Ihre Hand. Den Kübel, ja, und da sehen Sie den Würfel, der besteht in Wirklichkeit nur aus diesen Farbkübeln. Ja. Der Würfel ist gemalt, aber die Punkte sind die Farbkübel. Ne. Das sind so technische Tricks. Ja. Und da sehen Sie in der Mitte ein Loch und da kommt die Hand heraus. Ja. Also Sie stecken die Hand hier herein, ja, und woanders kommt die Hand heraus. Ja. Also das heißt, Sie sehen, nicht mehr die Hand wandert, ja, sondern das Bild wandert, eben was ich genannt habe, in die Teleportation, ja, die Trennung von Boot und Botschaft. Ne. Und so kann man dann magische Effekte machen. Ne. Darum heißt auch das Untertitel von dem berühmten Medienträger McLuhan, die magischen Kanäle. Ne. Weil gewissermaßen die Medientheorie, die Medientechnik hat etwas Magisches. Sie macht die Träume, ja, sozusagen wahr, die früher eben Magier ihnen vorgebaut haben. Das war der Satz. Alle Technik ist Ferntechnik, ne? Television, Telefon, Telefax, Telegrafie und so weiter. Ne? Aber alle Teletechnologie ist auch Theotechnologie, weil alle Technik durch die Überwindung der Ferne macht uns Gott ähnlich. Ne? Früher war es so, da liest man in den alten Zeugnissen mit der Bibel, dass Geister zu ihnen gesprochen haben oder Tauben haben sie auf die Schulter gesenkt und Gott sprach zu ihnen. Man liest ständig davon, irgendwie sprach Gott zu den Leuten. Ja? Und diese Engel, die man auf diesen Bildern sieht in den Kirchen, sind eigentlich Nachrichtentechniker, ne? Ja? Die irgendwelche Nachrichten von jemandem bringen, ja? Sei es von Gott selber oder von woanders. Ja? Ja? Nur hat man halt noch damals keine Technik. Jetzt muss man sich diese Wünsche, dass wir auch Stimmen übertragen können, dass wir das hören können, ja? Von irgendwelchen Quellen, die unsauber sind, ja? Oder die deren Herkunft abnormal ist, eben jenseits des Normalen. Ne? Das waren dann die Engel und die Geister. Ne? Und da sehen Sie, ja? Dass eben die Technik uns sozusagen zu Gott näher bringt. Das beste Beweis dafür ist eine Schrift von Sigmund Freud, die hat den schlimmen Titel Unbehagende Kultur. Sehr konservativ, ja, leider. Und dieses Unbehagende Kultur hat 2 Argumente, wieso die behaupten, die Menschen sich unbehaglich in der Kultur fühlen, in der technischen Kultur fühlen, weil nämlich zwar die Technik die Grenzen und Sinne sogar nicht steigert. Ich kann weiterreden durch das Mikrofon, ich kann mehr hören durch das Telefon, ich kann weitersehen durch das Teleskop, ich kann tiefer sehen durch das Mikroskop. Das sind alles die Märchenwünsche der Menschen, haben sie erfüllt. Wir sind jetzt mächtiger denn je durch die Technik, das ist durch die Werkzeuge, ne? Nicht durch die Sprache. Ja? Ja? Die ermöglichen mir, ja, dass ich plötzlich die Welt verändern kann in einem Maße, wie ich durch Sprache nicht konnte. Ja? Aber sagt dann Freud, wir hätten das gerne, wir würden gerne fliegen, wie die Vögel, aber nicht wie im Flugzeug eingepresst. Ja? Wir würden gerne schwimmen, aber nicht im Schiff zusammengepresst mit 2000 oder 3000 anderen. Ja. Deswegen fühlen wir uns unwohl, weil wir sind keine echten Götter, wir sind nur Prothesegötter. Ja. Das nenne Wort wörtlich so. Also die Theorie ist ganz klar, durch die Teletechnik werden wir Gott ähnlich, er schreibt das Wort wörtlich, deswegen werden wir Götter, aber leider nur technisch, ja. Deswegen Prothesegötter. Und weil wir Prothesegötter sind, nicht echte Götter, fühlen wir uns in der Kultur unbehaglich. Es stimmt nicht. Wir fühlen sich auch sonst in der Kultur behaglich. Ne? Also wir sind froh, dass wir ein Handy haben, wir sind froh, dass wir Fernseher haben und so weiter und so weiter. Ne? Aber es ist halt eine Kulturkunst und das ist wichtig. Dieser Kulturpessimismus, diesen Kulturkonsumismus gibt es bis heute massiv. Ja? Ja? Der radikalste Angriff auf die Wissensbäume, die ich Ihnen gezeigt habe, ne? Ja? Die gehen bis heute. Der radikalste Angriff auf die Wissensbäume, den es gibt, sind die Computerspiele. Ne? Was hier passiert, also und das Missverständnis der Computerspiele ist der nächste Superbau. Ja. Der Kunstbetrieb, ja, sagen wir mal, der hat einen Umsatz im Jahr von 20 Milliarden. Ne. Die Filmindustrie hat das Doppelte, 40 Milliarden. Ne. Aber die Computerspiele haben das Doppelte von der Filmindustrie, 80 Milliarden. Ne. Aber müssen wir uns vorstellen, wir haben eine Industrie, wir reden jetzt nicht über die Spiele, ne, was der Wert der Spiele ist, das ist eine andere Frage. Ne. Aber der Umsatz ist viermal so groß in der Kunst und doppelt so groß in der Filmindustrie. Ne? Also die ganzen Hollywood-Filme verdienen ja nichts mehr an den Filmen, ne? Ja? Sondern sie verdienen ja nur an den Spielern, die sie auch noch produzieren und sie aus den Filmen machen. Ja? Das heißt, und diese Wirtschaft zu übersehen, ja? Die auch in Berlin sehr stark verankert ist, ne? Ja? Das ist verheerend, weil nämlich nicht gesehen wird, was der Angriff ist. Bisher war es ja so, das Spiel war nicht Teil der Wirklichkeit. Ja? Man sagt, das ist Spiel und das ist ernst. Ne? Wenn jetzt so jemand gesagt habe, ich bringe dich um, aber das war nur Spaß, ein Spiel, hat man gewusst, er meint das nicht so. Ne? Ja? Also das Spiel war das Gegenteil von Ernst, das Gegenteil von Arbeit. Ne? Und auch in Wirklichkeit, auch von Lernen. Ne? Man hat nicht verstanden, ja, dass wir eben die Kinder, man sieht es ja so deutlich, dass die Kinder spielen lernen. Ne? Und dass der Spielcharakter ja, ist nicht einfach nur Unterhaltung. Das hat uns das Fernsehen vorgemacht. Ne? Die Verblödung des Fernsehens sieht man schon daran, dass die Spiele nicht mehr zur Bildung dienen, ne? Sondern der Verblödung. Deutsche Philosophen, ne? Wie Max Scheler und viele, viele mehr, die leider keiner mehr liest sozusagen, ne? Dank Fernsehen, ja? Die haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass die Bildung, ja, und das Wissen, was scheinbar das Überflüssigste ist, ja, dass er wirklich erst das eigentliche Motor ist der Kreativität. Ja. Es gibt den berühmten Schumpeter, einer der berühmtesten Ökonomen, ein Österreicher, der hat das Wort, wie Sie vielleicht wissen, aufgebracht, Creative Destruction. Ja. Das geht so. Haben Sie heute noch einen Schallplattenspieler zu Hause, irgendeiner von Ihnen, der den benutzt? Niemand. Ja. Benutzt es ja noch? Okay, gut. Aber kennen Sie eine Firma, die durch Schallplatten erzeugt? Nein. Es gibt keine einzige Firma in ganz Europa, die durch Schallplattenspiele erzeugt. Früher war das die berühmte Firma Dual. Die sind alle pleite gegangen. Weil das neue Produkt, CD-ROM, war kreativ, hat das kaputt gemacht. Und so geht es mit der Schreibmaschine. Kaum jemand schreibt mit der Schreibmaschine, alle schreiben mit dem Computer. Ne? Diese wunderbare Schreibmaschine, 100 Jahre Herrschaft der Schreibmaschine. Ich mache jetzt eine Ausstellung über Schreibmaschine im Museum, ne? Weil alles, was kaputt ist, ist museumsreif. Ja? Und alles, was tot ist, ist Kunst sozusagen. Ne? Ja? Und danach machen wir jetzt eine Ausstellung, wo die Leute sehen können, die alte Schreibmaschine. Und die Kinder wissen gar nicht, was das ist. Die sagen dann mit unseren Eltern, Papa, kann man mit dem telefonieren? Ja? Sie wissen gar nicht, wie eine Schreibmaschine ausschaut. Sie haben das nie gesehen. Ja? Also, das heißt, man sieht, jede neue Erfindung, ja, ist kreativ, ist aber auch zerstörerisch, weil sie das alte Produkt zerstört. Ja. Und dadurch sind in der Moderne, sind in den Zyklus hineingekommen, eben das Creative Destruction. Ja. Und das ist so, wenn man diesen Zyklus nicht versteht, ja, dann versteht man auch nicht, was mit den Computerspielen passiert. Die Computerspiele zerstören auf neue, meiner Meinung nach positive Weise, unsere Begriffe von Spiel und Arbeit. Ja. Es gibt einen Begriff, der heißt Science Citizen. Ne? Moderne Forschung zum Teil besteht daraus, ja, dass die Rechenkapazität eines Rechners nicht mehr ausreicht, auch wenn es ein Quellcomputer ist, ja, und auch ein Wissenschaftlerteam gar nicht mehr die Fälle zählen kann, wie ein Molekül sich entfalten könnte. Ne? Da gibt es hunderte Leute, ja, die das Spiel mitmachen, das heißt Foldit, ja, und dann tun hunderte Leute, Amateure, Amateurwissenschaftler, Bürger, spielen mit und machen dann Vorschläge, wie dieses Proteinmolekül sich falten könnte oder entfalten könnte. Ne? Und dann kommen diese Daten herein und dann, wenn viele, die gleichen Vorschläge machen, machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das Molekül tatsächlich so verhält. Ja. Und heute gibt es große Forschungsprojekte mit Computerspielen, die heißen dann Serious Games, ja, wo der Bürger zum Wissenschaftler wird. Das heißt, die Kreativität des normalen Bürgers, ja, den wir brauchen, wenn der ist an der Demokratie fähig, wird durch Spiele gesteigert. Ja. Wer erzieht die Bürger? Ja? Tatsächlich solche Spiele. Es gibt Hunderttausende, ja, solche Computerspiele, ja, Serious Games, zum Wetter, zu Krebs, zu allem diesen jenen. Ne? Das ist eine gigantische Kreativität sozusagen, die eben auf die Wissensbäume, ne? Weil das sind eben nicht mehr Bücher, ne? Das sind eben Spiele, ne? Das sind Werkzeuge. Ne? Das ist der Angriff eben auf die Wissensbäume. Ne? Da gibt es das Problem teilweise der Beobachtung. Ne? Das habe ich früh schon 1973 gemacht, Beobachtung. Wenn Leute sich anschauen, ja, also im Fernsehen, sehen sie sich gar nicht selber. Ne? Ja. Immer ist die Sehnsucht des Menschen, aus der Welt herauszukommen. Ne? Das, man nennt es dann Jenseits. Ja. Ich sage meinen Studenten, ja, seht hier die Atmosphäre, ist auf das Bild. Ne? Ja. Man kann schon aus der Welt herauskommen, aber die Art und Weise ist nicht empfehlenswert, ne? Nämlich als Toter. Wenn sie sterben, sind sie draußen. Ne? Aber nachdem keiner zurückkommt, ja, ja, ist es nicht empfehlenswert. Ne? Aber Sie sehen, die Sehnsucht, die man da, den Kopf aus der Welt hinauszustecken. Das heißt, der Glaube, es gäbe einen Beobachter außerhalb der Welt und diesen Beobachter nennen wir Gott. Ja? Ich habe nur, ist meine Theorie, es gibt nur, und dieser Beobachter ist ein externer Beobachter. Aber es gibt nur interne Beobachter. Hm? Wenn Sie sich selbst anschauen, diese Welt ist nicht getrennt von Ihnen. Sie sehen Ihre Hände, Sie sehen Ihre Nase, Sie sehen Ihren Haaransatz. Ne? Sie sind Teil der Welt, die Sie beobachten. Ne? Sie sind und bleiben für ewig interne Beobachter. Ne? Sie sind nicht außerhalb der Welt, ne? Sondern abstrakt gesprochen, Sie sind Teil des Systems, das Sie beobachten. Ne? Sie sind Teil der Welt, die Sie beobachten. Ne? Sie können sich aber imaginieren, als wären Sie außerhalb. Sie können so tun, als wären Sie außerhalb. Ne? Das kann das Kino machen. Ne? Das kann die Illusion geben. Ne? Also die Illusionsmaschine geht weit über die Bewegung hinaus. Der wesentliche Punkt des Kinos ist der, dass Sie die Illusion vorgibt, Sie werden externe Beobachter. Ne? Und dadurch sind sie wieder gut ähnlich. Ne? Darum habe ich eine Arbeit gemacht, sie stehen vor einer Wand, ja, vor einer Gefängniswand, weil diese Welt besteht aus 4 Gitterstäben, unsere Welt hier. Ja? Die 3 Gitterstäbe heißen X, Y und Z, das sind die 3 Raumachsen, ja? Die sehen Sie ja hier, und der 4. Gitterstab heißt Zeit, T, Tempus. Ne? Und aus diesen 4 Gitterstäben ist diese Welt gebaut. Und wir möchten aber aus diesem Gefängnis heraus. Ja? Ja? Und dadurch haben wir eben das Kino entwickelt und andere Dinge mehr, damit wir zumindest Illusion herauskommen. Ne? Wir sehen Dinge, die gar nicht da sind, aus Zeiten und Gegenden, die auch nicht da sind. Ne? Und insofern habe ich hier so eine Arbeit gemacht, Sie stehen hinter der Wand als Illusion, Sie stehen eigentlich vor der Wand, als virtuelle Person stehen Sie hinter der Wand und können von hinten auf die Wand drücken. Ne? Das ist das, was wir erreichen können, die Illusion, externe Beobachter zu sein. Ne? Heute kann man mit Satelliten ein Bild liefern von der Erde. Da habe ich eine Installation gemacht, da haben Sie einen Teller und im Teller sehen Sie tatsächlich die Erdkugel in der Echtzeit. Ne? Meteosat, ein Satellit, liefert diese Bilder in Echtzeit, jede Sekunde runter. Ja? Und da sehen Sie hier, also man kann das auch ökologisch lesen, wir essen die Welt auf. Ja? Ja? Und Sie stehen auf der Welt. Ist das nicht wahnsinnig? Und gleichzeitig sind Sie außerhalb der Welt als externen Beobachter und mit den Augen, nicht mit den eigenen Augen, sondern mit den Augen des Meteorsats sehen Sie auf der Erde runter. Sie sehen mit Ihren Augen, eigenen Augen sehen Sie auf den Teller, mit fremden Augen sehen Sie auf die Erde. Ne? Und damit kann man verstehen, was das Fernsehen eigentlich macht. Sie glauben, wenn Sie ins Fernsehen schauen, Sie sehen die Welt. Ja? In Wirklichkeit sehen Sie die Welt nicht, Sie sehen das, was andere Augen sehen, was Maschinenaugen sehen. Sie sind gewissermaßen enteignet, ne? Sie sehen nicht mit eigenen Augen. Ne? Wenn man früher gesagt hat, in der Drucktechnologie, die höchste Form der Lüge, wie hat die geheißen, er lügt wie gedruckt. Ja? War ganz klar. Ne? Heute muss man sagen, er lügt wie gefernseht. Ja? Ja? Es ist alles falsch, was Sie sehen. Ne? Es sind ja nicht Ihre eigenen Augen. Man tut so, als wären es Ihre Augen. Nein, was Sie sehen, sind andere Augen. Nicht mal die anderen Augen, sondern eine Maschine hat das gesehen. Eine Kamera. Der Mann mit der Kamera. Ja? Ja? Und dieser Mann mit der Kamera, der liefert diese Bilder, wie er die Welt sieht, und Sie glauben dann, Sie hätten die Welt gesehen. Ne? Und das sieht mir so schön, Sie sehen nur den Teller mit Ihren Augen. Dass Sie die Erde sehen, von Satellit, das ist jemand anderer. Ne? Und damit müssen Sie leben. Ne? Es kommt noch ein Votum, wieso wir die künstlerische Forschung brauchen, weil die Wissenschaftler haben angefangen, wie Sie sehen, im 17. Jahrhundert mit Mikroskop die Welt unter der Haut zu erforschen. Die Künstler, die Maler, haben das nicht getan. Das sind immer auf der Oberfläche der Haut sind die geblieben. Also ich muss sagen, eine merkwürdige Berufsverstellung haben die Leute schon gehabt, besonders um 1900, dass sie ständig nackte Frauen gemalt haben. Ne? Das ist doch kein seriöser Beruf. Ja? 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 Die sind nicht immer imstande gewesen, mit Mediziner unter der Haut zu schauen. Ne? Wenn heute zu mir Leute kommen und sagen, dieser Arzt, der war schrecklich, der hat mich gar nicht angeschaut, der hat immer nur den Computer geschaut, sage ich Gott sei Dank. Ja? Wer hätte dich angeschaut, hätte ja gar nichts gesehen. Ja? Aber den Computer sieht er dir unter der Haut durch. Das heißt, die Wissenschaft ist werkzeugbasiert. Ja? Die hat Geräte gebaut, eines mehr bis zur Computertomographie, damit sie Tumore entdecken kann und das unter der Haut schauen kann. Ne? Sie sind tief hineingedrungen, jenseits der Haut. Die Maler haben sich dem nicht angeschlossen. Ja? Die Maler liefern uns ein Bild der Welt, das rein rational ist, ja, auf der Oberfläche. Ja? Und insofern ist es jetzt wieder die Zeit, weil wir eben die Maschinen haben, ja, dass wir das zusammenbringen. Ne? Wir nähern sich uns einer Renaissance 2.0, ja, wo die Wissenschaft und die Künstler mehr oder minder die gleichen Werkzeuge haben. Ne? Das ist der entscheidende Punkt. Heute durch unsere Forschung sind die Wissenschaftler und die Künstler gleich, weil sie gleiche Werkzeuge verwenden, und dadurch hat zum ersten Mal die Kunst im 21. Jahrhundert die Chance, sich wieder auf dem Niveau der Wissenschaft zu bewegen. Genau das, was Leonardo gesagt hat. Malerei ist eine Wissenschaft. Jetzt zum Schluss nochmal. Wieso spreche ich von der Exemplation? Wieso spreche ich mir so viel von der Exemplation und von den Werkzeugen? Ne? Weil der deutsche Philosoph Herder hat eben in der Geschichte der Menschheit Folgendes geschrieben: Der Mensch ist der erste Freigelasse der Schöpfung. Ne? Die Schöpfung heißt eben Evolution oder Natur. Wir sind entlassen worden, Gott sei Dank frei von der Natur, ja, indem wir aufrecht geworden sind. Ja. Nämlich, solange er vier Beinen war, ja, hat er keine Hände frei. Und die freien Hände sind die ersten Werkzeuge. Also man könnte sagen, der Körper ist das Medium des ersten Werkzeuges mit zwei Händen. Ja. Und das können Sie prüfen, wie wichtig das ist. Wenn Sie nach Hause gehen und Sie haben einen Hund und eine Katze, schauen Sie mal genau zu, wie die essen. Ja. Und wenn Sie keine Hunde und Katze haben, schauen Sie mal zu, wie Sie im Fernsehen Hunde und Katzen essen. Ja. Und da sehen Sie, der Hund hat da vor sich den Fresstopf und steckt die Nase hinein, ne, sein Maul, und dann rutscht er das weg. Ja. Und hat nicht gelernt, dass er eigentlich sitzen bleiben könnte und dann seine zwei Beine in zwei Hände wandeln könnte. Er könnte sich hinsetzen und mit seinen beiden Beinen den Fresstopf festhalten. Ne. Er hat es nicht gelernt. Er ist kein Freigelasser der Natur. Die Katze macht das Gleiche. Die Katze steckt auch den Kopf hinein in die Milch, ja, und was weiß ich. Ja, und tut dann auch nie sich die Hände halten. Ja. Die Eichhörnchen haben das gelernt. Die Eichhörnchen sitzen und haben dann mit zwei Beinen, das nennt man zwei Hände, ja, die Nüsse in der Hand. Also Sie sehen, der aufwärtige Gang war das Entscheidende, ja, weil wir so durch die Hände zu den Werkzeugen kommen. Ne. Aber es kommt das Problem. Was haben wir mit dieser Freiheit angefangen? Ne? Weil plötzlich muss der Mensch entscheiden. Ne? Ja? Er ist die Waage des Guten und Bösen, des Falschwagen. Er kann forschen, eben. Er soll wählen. Genau, hier ist das Programm angesprochen. Die Forschung ist Teil der Menschwerdung. Ne? Das vergisst man immer. Ne? Es ist Teil des Humanismus, dass wir sagen, wir müssen forschen, ja, um Mensch zu werden. Ja? Und auch zu wissen, ja, was ist das Richtige, was will ich und was will ich falsch. Ne? Er kann den trüglichsten Irrtum Schein geben und ein freiwillig Betrogener werden. Heute im Tag in diesem Zeitalter eben der Daten, ja, ja, sind wir genau das. Wir sind freiwillige Betrogene. Wir geben freiwillig, ja, ja, unsere Daten her. Ne? Man muss es nicht erzwingen. Ne? Ja? Wir machen das freiwillig. Ja? Wir sind Datenträger und Datenjäger gleichzeitig. Ja? Er kann die Ketten, die in seiner Natur entgegenfesseln, mit der Zeit lieben lernen. Und sie mit manchen Blumen begrenzen. Die Leute lieben es, ja, beobachtet zu werden. Die Leute erfreuen sich daran, ja, dass ihre Daten abgehört werden. Das ist der Zustand heute. Ne? Ja? Sie sehen, alles schon aufgeschrieben. Ne? Also selten blickt der Mensch über die hinaus, ja, und kann oft niedergetriebene Fesseln und abscheulich wohnen binden, Ärger sein Tier werden. Also die Chance haben wir hier, das ist, was ich meine, hier ist der Ursprung meiner Idee der Ex-Evolution. Wir sind freigelassen von der Evolution, von der Schöpfung der Natur, aber wir haben halt plötzlich, aber wir sind selbst das Gewicht auf der Waage. Ne? Wir sind selbst das Gewicht auf der Waage. Wir müssen es selbst entscheiden. Niemand nimmt uns das weg. Ne? Also wenn wir heute eine Klimakrise haben, eine Finanzkrise, wir können auf keinen Gott hoffen und auch nicht auf die Natur, die uns repariert. Ja? Ja? Wir müssen es selber tun. Ja? Also wir brauchen, wenn Sie das wollen, eine große Reparaturkultur, ja, die ist auf Werkzeug basiert ist. Wir sind keine Götter, die sagen, Gott sprach, es werde Licht, es ward Licht. Wir können nicht sagen, der Natur werde heil und es ward heil. Ja? Wir müssen das selber machen. Das steht schon hier. In dem Augenblick, wo wir frei geworden sind, ja, müssen wir die Arbeit machen. Ja? Der Philosoph Michel Serres bringt das in 3 Sätzen, Sie sehen. Reine Körperfunktion, eben die Hand ist am Hammer, der Fuß ist am Rad etc. Wir sehen, wir haben muskuläre und geistige Funktionen ausgelagert. Das Gedächtnis in die Schrift, in den Buchdruck und die Informatik. Der Körper verliert diese Objekte, die wir bisher Evolution nannten. Und wir machen nun eine neue technische Evolution. Alle diese Geräte, der Film ist ein Teil davon. Und diese Evolution nennt ihr den Exodarwinismus, ein falsches Wort, weil nicht Darwin ist ja nicht die Evolution. Darwin ist der Vater der Evolutionstheorie. Also deswegen, aber ich habe es von ihm genommen, ich nenne das aber eben Exe-Evolution. Und hier haben wir ein Beispiel, Sie sehen die Entwicklung. Hier ist wichtig, es gibt schon also Quantenphysiker, die genau zwischen organischem Material und anorganisches Material eine Brücke schlagen können. Ne? Das heißt, das ist die Zukunft, dass wir das nicht mehr auslagern müssen, sondern in uns einlagern können. Ne? Wir können dann gewissermaßen die ganzen Werkzeuge, die wir bisher ausgelagert haben, können wir durch die Nanotechnologie ganz verkleinert in unseren Körper wieder hineinlagern. Ne? Wir brauchen dann keinen Hammer mehr, sondern wir haben das in uns selber. Ne? Und jetzt kommt der Punkt. Sie haben vielleicht beim Fernsehen gesehen, bei den Fußballspielen in Brasilien, einen fotogelähmten Menschen, ja, der mit so einem Skelett gegangen ist. Ja. Ja. Und da konnte er dann, ja, der war vollkommen und er hatte ein Skelett, außen eben Exoskelett. Das war der Beweis, Exoevolution. Und konnte dann nur durch die Kraft der Gedanken einen Ball wegschießen. Ja. Ja. Und das ist die Entwicklung. Ja. Exoswit, so kann man auch tauchen. Ja. Ja. Wir nähern sich sozusagen über die Simulation, die Stimulation zur Substitution und dadurch weiterhin, dass alle unsere Organe wird ausgetauscht, ja, und wird immer mehr zur Exoevolution. Ich habe damals schon im 67 was entworfen, eine Maschine, so groß wie ein Rasierapparat, ja, die alles enthält, Radio, Fotoapparat, Walkie-Talkie, Lautsprecher, Videokamera. Ja. Heute haben wir das, ja. Das heißt Handy, genau das. Wie ich damals als 23. Student gegangen bin zum Staat Österreich und solche Vorschläge gemacht habe, bin ich verhöhnt worden. Haben gesagt, Künstlertrottel. Ja? So ist das gewesen. Ja? Ja? Niemand war da, ja, der verstanden hat, dass wir das bauen können. Ja? So wie ich vorher gesagt habe, ich war 74, das Buch hat keiner gelesen, keiner gekauft. Und heute wundern wir uns, ja, ist sowieso weit hinten in der technischen Entwicklung. Ne? Ich habe eine Medienunge gebaut, 67, ja, wo alle diese Geräte schon in mir dran gewesen sind. Ja? Dann hier dieses Gerät für ein oxygenarmes Environment, ja, ein Life-Support-System, ein gesundes Automat, ja, den wir selbst mittragen. Ne. Hier andere Projekte, eben, die ich da in der Zeit schon publiziert habe, eben Lichtteil von Radiobillen, genau die Idee, dass ich nicht diesen Apparat mitschleppe, ne, den Transistorradio, ja, oder den Walkie-Talkie, sondern dass ich das kleine Bille immer selbst tragen kann. Ne. Lichttelefone, ein Maroskop, Geräte für Blinde. Ja. Sehen Sie hier das, was ich gesagt habe, mit 2 Augen, ja, 2 Kameras, ein Computer. Ja. Ich war in Switzerland, 66, glaube ich, meine Zeit. Und heute habe ich die Google-Brille. Ja. Und das war der richtige Mann, Paul Baccherita. Der hat etwas entdeckt, ja, was wir heute nennen, sensorische Substitution. Das ist die Richtung, die das Kino geht, die künstlerische Forschung. Ne? Wie wir die Sinnesorgane nicht nur mehr ausdehnen, ja, also die Ausdehnung der Sinnesorgane, das war die klassische Idee von Freud bis McLuhan. Der Computer ist eine Ausdehnung des Nervensystems, das Rad eine Ausdehnung des Fußes, der Arm eine Ausdehnung der Hand. Nein, wir sind dabei, das zu ersetzen. Ja? Die Sinnesorgane, ja? Es wird nicht mehr nur durch die Medien definiert, wie die Frau Ministerin gesagt hat, das Verhältnis der Sinnesorgane zur Umwelt und auch das Verhältnis der Sinnesorgane zueinander. Nein, wir sind dabei, das zu ersetzen. Ja? Und zwar, wie Sie wissen, kann man mit Fingern schon lesen. Ne? Also die Haut ist gewissermaßen die Retina. Ne? Das machen die Blinden. Ne? Der Rücken kann besser lesen. Ne? Ja? Also der Rücken ist empfindlicher als wie die Fingerflächen. Ne? Aber das Empfindlichste ist die Zunge. Ne? Ein Schwarz-Weiß-Fernseher 1950, 1960 hatte eine Resolution von 1000 Punkten. Ne? Ja? Die Zunge hat eine Resolution, also Auflösung, ja, von 450 Punkten. Das ist fast so gut wie ein schlechter Schwarz-Weiß-Fernseher. Ne? Ja? Deshalb hat er die Idee gehabt, ja, ich setze eine kleine Kamera, Sie sehen es, auf die schwarze Brille, dann wird elektromagnetisch, drahtlos, ja, das Bild geliefert, ein kleiner Computer, der hat ein Kabel, der geht zu diesem kleinen Gitter, dieses Gitter hat 450 Punkte, liegen auf die Zunge, und automatisch wird dann die Zunge gereizt durch das Bild der Kamera. Und dann kann diese blinde Person sehen. Das ist sensorische Substitution. Das ist das Kino von morgen. Das heißt, man kann praktisch mit der Zunge sehen. Und wenn Sie sich das vorstellen, dann kann es das nächste Mal auch mit den Zehen, wenn die so gut gehen, die sind unempfindlicher. Aber man kann nicht die Zehen verbessern, indem man ihnen das Gewebe der Zunge einpflanzt. Man nennt das Artificial Texture. Also heißt, man hat heute eine riesige Forschung, wo gewissermaßen das Gewebe, das Tissue gezüchtet wird. Ich habe in ZKM gezeigt eine Arbeit, das ist der vorläufige Höhepunkt. Sie kennen die Geschichte von Van Gogh, dem angeblich, der sich selbst das so abgeschnitten hat. Da ist jeder vertraut. Wir wollen es nicht nachprüfen, ob das stimmt oder nicht stimmt. Nehmen wir mal von hin, der hat sich das Ohr verloren. Und so ist der Gedanke entstanden von der Künstlerin, jetzt haben wir mit Wissenschaftlern, vielleicht können wir durch künstliches Gewebe das Ohr von Van Gogh nachbauen. Wenn man damit mal anfangen, Sie können sich vorstellen, da können wir später mal in dem berühmten Jesus was nachbauen. Und das haben die so gemacht. Sie haben einen Brief gefunden in Genf, den angeblich Van Gogh weggeschickt hat. Man macht den Finger so und da tut man das da draufkleben, die Marke. Dann haben sie die Marke geholt für den Brief und haben die DNA festgestellt und sonstige Merkmale. Weil man nicht ganz sicher war, vielleicht hast du die Freundin von Van Gogh gemacht oder Gauguin oder jemand anderer, hat man einen Verwandten genommen. Wer hat ja einen Bruder und die Kinder von dem Bruder, die leben heute noch, die Urenkel. Und da hat man das abgeglichen mit seiner DNA und tatsächlich ist halt gestimmt, es war die DNA von Van Gogh. Dann hat man die genommen und hat dann so mit Stammzellenforschung und all diese Dinge, hat man dann zusammengebraut. Und dann hat man tatsächlich im Laufe von ein paar wenigen Wochen das Ohr von Van Gogh nachgezüchtet. Und das haben wir ausgestellt. Das war die kleinste Ausstellung, die ich je hatte. Aber der größte Erfolg. Da kamen die japanisches Fernsehen, es kam der New York Times, weil einfach dieses Ohr so mythisch ist sozusagen. Es hat wenig mit Kino zu tun, scheinbar. Aber das künstliche Ohr gewissermaßen, das sind die Dinge eben, die entstehen, wenn wir das Wesen der Technik verstehen. Also, Sie sehen, ich habe hier schon seinerzeit schon gewusst, dass mit dem Rücken kann ich eigentlich besser hören. Jetzt habe ich mir schon ein Ohr auf den Rücken projiziert, aber ich hatte noch nicht die Maschine gehabt, dass ich das bauen kann. Ich hatte nicht hunderte Labors, wo ich die Leute einsetzen kann. Und heute gibt es eben diesen Künstler, der sich ein Ohr angepflanzt hat. Echt. Es gibt auch Mäuse mit Ohren. Und hier ist das ein Ohr von Van Gogh. Nachgemacht. Und wenn Sie das dann erreichen, können Sie sagen, gut, dann werde ich das nächste Mal versuchen, den Finger, wenn es mir gelingt, die DNA von Jesus zu finden, oder wenn das so zu tun, als wäre es von Jesus, dann kann ich seinen Finger nachbauen und dann kann ich sein Gesicht nachbauen und so weiter. Und Sie werden sehen, in einigen Jahrzehnten wird es das geben. Da werden Sie irgendwo in ein Museum gehen, hoffentlich in meines, und da werden Sie sehen, das Gesicht von Jesus nachgebaut sozusagen, wenn es uns gelingt, eine DNA zweifelsfrei zu finden. Also Sie sehen, dass die künstliche Forschung ist ein wichtiger kreativer Impuls und sie treibt sozusagen das kinematografische Imaginäre. Man muss immer eins wissen, Film ist die vorläufige Station. Es geht um das kinematografische Imaginäre, was wir uns imaginieren, was wir wollen, mit der Kunst des bewegten Bildes. Das ist Kino. Und das kann sehr weit gehen. Und das wollte ich einen Eindruck geben, wie weit das gehen kann. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Herzlichen Dank, Herr Weibel, für diese wunderbaren Ausblicke und vor allem auch für die kurzen Einblicke in Ihre Arbeit. Und ich nehme jetzt einfach nochmal Bezug auf die Geschichte, die Sie leider alle nicht gesehen haben. Also tatsächlich, meine Frau hat sie gesehen, wir waren zusammen in Wien, also du hast dich nicht gemeldet, aber es lohnt sich tatsächlich sehr. Fast niemand oder niemand hat die Ausstellung gesehen. Und darauf nehme ich jetzt Bezug. Das ist gewissermaßen jetzt vielleicht erstmal etwas abstrakt und rückwärtig. Eines der größten Werke der Weltliteratur, die göttliche Komödie von Dante, wird mit den wunderbaren Worten eröffnet, mitwegs auf unseres Lebens Reise. Dieser Gedanke steht auch am Anfang der ersten Vorlesung von Holobachs Vorbereitung des Romans, in der er über die Schwierigkeiten, einen Roman zu schreiben, spricht. In diesen Vorlesungen behandelt er all die inneren und äußeren Hemmnisse, die ein Künstler bewältigen muss. Und es sind viele, die wir bewältigen müssen, um den Schritt vom Schreiben wollen zum Schreiben können zu meistern, zu machen, zu meistern. Und erinnert sich an das Prinzip seiner Lehrpraxis, wie er es in seiner Antrittsvorlesung erstmalig angekündigt hat. Ich zitiere: Ich glaube aufrichtig, dass man von jeher akzeptieren muss, an den Anfang eines solchen Lehrens, eines solchen Forschens eine Fantasie zu stellen, die man von Jahr zu Jahr variieren kann. Ich gehöre einer Generation an, die allzu sehr unter der Zensur des Subjekts gelitten hat, sei es unter dem Zeichen des Positivismus, also Forderung nach Objektivität in der Literaturgeschichte, sei es unter dem Banner des Marxismus, der in meinem Leben, auch wenn er darin nicht mehr sichtbar ist, sehr bedeutsam gewesen ist. Das gilt vor allen Dingen natürlich für Ihre Generation, Herr Weibel. Lieber die Trugbilder der Subjektivität, und das gilt für uns alle, als der Schwindel der Objektivität. Wunderbare Schwindel. Lieber das Imaginäre des Subjekts als seine Zensur. Unsere Daten. Dante: Nel mezzo del cammin di nostra vita. Dante ist 35 Jahre alt, ich bin viel älter und deutlich jenseits der arithmetischen Mitte meines Lebenswegs. Und ich bin nicht Dante. Achtung, Achtung, diese Ausstellung kann ihr Leben verändern. Achtung, der große Schriftsteller ist nicht jemand, mit dem ich mich vergleiche, sondern mit dem ich mich mehr oder weniger partiell identifizieren kann oder will. Das war ein Zitat aus Rollo Barths Die Vorbereitung des Romans, aber dieses Ich ist natürlich, sind wir alle. Und weil die Mitte des Lebens keine arithmetische Mitte ist und weil es eben nie zu spät ist, wie die wunderbare Ausstellung zeigt, sein Leben zu ändern, und weil Sie, Herr Weibel, durch Ihre künstlerische Arbeit, die unzähligen Schriften, Herausgeberschaften und Ausstellungen das Leben vieler und auch meines verändert und bereichert haben, namentlich durch die epochale Ausstellung Future Cinema 2003 am ZKM, großartige Ausstellung, gibt es immer noch den Katalog, ohne die zum Beispiel auch mein eigenes Projekt alias Jederbeck undenkbar gewesen wäre, und weil jede und jeder am ZKM immer wieder erleben kann, dass sie nicht nur Kopf, sondern auch Herz, Hand und Fuß haben und auch Humor, sei mir eine kleine Anmerkung, sozusagen eine analog Krücke und zugleich Brücke zu Ihrem, wie ich finde, grandiosen multimedialen Gesamtlebenskunstwerk gestattet, weil es besteht ja eben aus quasi 35 Jahre Kunst und 35 Jahre Theorie, und ich bin sehr gespannt auf den dritten Akt, auf das Spätwerk. Mit der Verleihung des diesjährigen Oskar-Kokoschka-Preis der österreichischen Bundesregierung für hervorragende Leistung auf dem Gebiet der bildenden Kunst, das wäre undenkbar gewesen vor ein paar Jahren, an Peter Weibel schließt sich ein Kreis und bleibt doch offen. Deshalb haben wir zu diesem Anlass ein kleines künstlerisches Forschungslehrstück vorbereitet. Künstlerische Forschung. A Short Tribute and Awards Game. Zitat: Im Grunde aber hat kein Leben und auch nicht der Preis, den wir heute an Peter Weibel verleihen, einen Namen. Der selbstbewusste Niemand in uns, der erst mit seiner sozialen Geburt Namen und Identitäten erhält, ist es, der die lebendige Quelle der Freiheit bleibt, der lebendige Quelle der Freiheit und der Kunst. Der soziale Niemand ist es, der trotz der Gräuel der Sozialisation sich an die energetischen Paradiese unter den Persönlichkeiten erinnert. Sein Lebensgrund ist der geistesgegenwärtige Körper, den wir nicht Nobody, sondern Yes-Body nennen sollten, und der sich im Gang der Individuation vom areflexiven Narzissmus zur reflektierten Selbstentdeckung im Weltganzen zu entfalten vermag. Bei ihm findet die letzte Aufklärung der Kritik des privaten, egoistischen Scheins ein Ende. Waren aber mythische Vorstöße in solche innerste Zonen vorindividueller Lehre mit 2e, bisher ausschließlich eine Sache meditativer Minderheiten, so gibt es heute Gründe zu hoffen, dass in unserer von kämpfenden, Identifikationen zerrissenen Welt sich endlich auch Mehrheiten für solche Aufklärung finden werden. Nicht selten ist es für das reine Überlebensinteresse erforderlich, niemand sein zu können, das kennen wir alle. Nicht selten ist es absolut erforderlich, niemand sein zu können, schlicht und einfach fürs Überlebensinteresse. Und Odysseus, der geistesgegenwärtige griechische Held, ruft im entscheidenden Augenblick seiner Irrfahrt nach der Flucht aus der Höhle des geblendeten Zyklopen diesem zu, Niemand war es, der dich geblendet hat. So lassen sich Einäugigkeit und Identität überwinden. Mit diesem Ruf erreicht Odysseus, der Meister kluger Selbsterhaltung, den Gipfel der Geistesgegenwart. Er verlässt die Sphäre der primitiven moralischen Kausalitäten, das Netz der Rache. Von da an ist er vor dem Neid der Götter sicher. Die Götter lachen den Zyklopen aus, wenn er von ihnen fordert, Rache zu nehmen. An wem? An niemand. Es war und bleibt die Utopie bewussten Lebens einer Welt, in der jeder sich das Recht nehmen kann, jeder und jede sich das Recht nehmen kann, Odysseus zu sein und den Niemand leben zu lassen, trotz Geschichte, trotz Politik, trotz Staatsbürgerschaft, trotz Jemandheit. In der Gestalt des wachen Körpers soll er die Irrfahrt des Lebens, das nicht sich erspart, antreten. In der Gefahr entdeckt der geistesgegenwärtige wieder sein Niemandsein in sich. Zwischen den Polen von Niemand und Jemandheit spannen sich die Abenteuer und Wechselfälle des bewussten Lebens. In ihm hebt sich jede Fiktion eines Ichs letztgültig auf. Und deswegen ist Odysseus nicht Hamlet, der wahre Stammvater der modernen und der immerwährenden Intelligenz. Und damit, wie ich finde, auch der zeitgenössisch, weil dieser unglaublichen zeitgenössischen Intelligenz und der künstlerischen, theoretischen und kuratorischen Intelligenz eines Peter Weibel würde sein Freund P.S. Peter Sloterdijk der Kritik der zynischen Vernunft heute postwendend sicherlich noch hinzufügen. Manchmal ist es ganz gut, man liest nochmal die alten Bücher, ja? Also, weil da steht manchmal was drin, was dann in den neuen sozusagen gesampelt wird. Ja? Sehr geehrte Damen und Herren, das IKF der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf verleiht heute an Peter Weibel erstmalig den berlin-brandenburgischen, lange Rede, kurzer Sinn, Yes Buddy for Artistic Research für sein bisheriges Lebenskunstwerk. Der Preis ist nachhaltig, transformierbar und kann von Fall zu Fall neu zusammenmontiert werden. Und der Yes Buddy for Artistic Research ist stark komprimiert, ein bisschen abstrakt, wird nur in echte Originale vergeben und besteht aus 3 Teilen. Teil 1, der rasierte Pinsel. Ein westöstliches Bildungskonzept und audiovisuelles Reformwerkzeug, frei komponiert nach Marcel Duchamps rasierter Mona Lisa und der chinesischen Tuschmalerei, das ideale Übungsinstrument für eine vom ganzen Körper gespielten, hybrid verdichteten Pinselmusik. Teil 2, der freie Bleistift. Benannt nach dem Schweizer Arzt, Altphilologen, Universalgelehrten, Naturforscher, hochtalentierten Zeichner und Erfinder des ersten Bleistiftwerkzeugs, Konrad Gessner sowie dem Konzeptkunstbäckereilehrling Franz Erhard Walter. Die Hand denkt, der Kopf zeichnet, et anc io sono un architetto. Teil 3, der Geschenkgutschein. PS zum Geschenkgutschein. Das Schiff des Geistes wiegt und wälzt sich auf dem Körper, würde Paul Valéry ergänzen. Und als Lehrer und übender Mensch möchte ich Ihnen gerne täglich eine Stunde Aktzeichnen verordnen, und zwar unter der Haut. Das ist und bleibt die andere grundlegende Willensgymnastik für Höchstleistung in allen Zeiten und Räumen und bildet zudem die handwerkliche Basis für alle synthetischen, animierten und vor allem natürlich synthetisch generierten audiovisuellen, plastischen Künste. Davon abgesehen ist also ganz nebenbei die aktuellste Form von Kunst, aber vor allem von Antikunst. Es ist mega out, Aktzeichnen. Und damit ist es eben auch sozusagen artistisches Dasein par excellence. Denn es ist nie zu spät, wie Rollo Barthes mit Dante immer noch glaubt. Und der Aktzeichengutschein, der Geschenkgutschein, der kann übrigens ab sofort bei mir persönlich eingelöst werden. Also, und der ist hier. Weihnachtsgeschenk für PS. Okay, ah ja, genau. Okay. Das ist der Bleistift. Das ist, genau. Da ist der Pinsel. Das ist der rasierte Pinsel. Okay. Und das ist Flugzeuglektüre für Sie. Ja? Okay. Also gut. Top Secret. Ja. Danke vielmals für diesen Preis. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt und bin sehr gerührt. Ja. Und noch dazu ist der erste Preisträger bin und ich kann mich Ihren Worten nur anschließen.